Liebe Besucherinnen und Besucher der Ausstellung Vergänglichkeit und Auferstehung in der Kirche St. Rochus Köln-Bickendorf, heute am zweiten Fastensonntag sehen wir zwei Bilder, Wundmale von Wilfried Karls. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Es ist das letzte angedeutete Menschenopfer in der Bibel. Es klingt sehr fremd, ja weltfremd. Aber wenn wir einen Moment darüber nachdenken, wo wir Opfer bringen, Verkehrsopfer, Kriegsopfer, Missbrauchsopfer, Selbstopfer, dann ist es gar nicht so weit her mit unseren Opfern. Bis hin zu dem oft gehörten Wort der Eltern, wenn sie im Umgang mit den Kindern nicht weiter wissen: Ich habe mich für dich aufgeopfert. Welche Opfer habe ich nicht alle gebracht? Und das ist nun der Dank. Die Verklärung Jesu auf dem Berg klingt auch weltfremd. Aber was und wen verklären wir nicht alles? Manche verklären das Auto, andere das Smartphone oder die neueste Mode. Das Opfer und die Verklärung liegen gar nicht so weit auseinander. Fragen wir uns in der Fastenzeit, welche Opfer bringe ich, was verkläre ich? Und verbinden das mit der Frage, wo setze ich mich mit meinem Herzblut ein? Wenn wir dabei Menschen im Blick haben, die uns nahestehen, dann bekommen wir eine Ahnung von dem, worüber die Jünger nachdenken, als sie vom Berg hinabstiegen, was das sei, von den Toten auferstehen. 260 mal 80 cm große, handgeschöpfte Büttenpapiere. Asche bedeckt, mit blutroter Lackemulsion durchtränkt, in Rahmen gebettet, wie in Glassärgen, fordern uns auf, genau hinzuschauen. Ihr Entstehen zu erfragen, sich irritieren zu lassen von der blendenden Farbigkeit und der kruden Materialität. Die beiden Bilder geben Zeugnis von einem Projekt Wundmale, 6 Millionen Blutstropfen, das der Künstler und Komponist Wilfried Kätz 2005 hier in der Rochuskirche als Erinnerungsprojekt an die im Holocaust ermordeten Juden durchführte. Rote Emulsion, wie Blutstropfen, tropften Tag und Nacht von der Decke auf ein großes Pergament mit Asche bedeckt, sodass in der Aktionswoche für jeden ermordeten Menschen ein Tropfen gefallen war. 6 Millionen. Wir sind es gewohnt, dass Farben von Künstlern oder Künstlerinnen auf die Leinwand, den Bildträger, aufgetragen werden, in Formen gebracht, in Schichtungen, in Bedeutungen. Nun, hier aber, haben Millionen von Farbtropfen aus großer Höhe fallend, von keinem Künstler irgendwie gesetzt, gespritzt oder gemalt, einen Bildgrund bedeckt, ihn aufgeweicht, ihn verkrustet und schließlich an sehr, sehr vielen Stellen auch zerstört. Mein Blick vertieft sich in die vielen Farbfurchen, die Schrunden, die Lachen, die Farbmaterie, irisierendes Rot, neben Asche und Kohle verschmutzten Rotbraun, Schwarz dazwischen. Es sind Farbhäute, wie verwundet, verhärtet und erstarrt. Langsam tastet sich das Auge zu einer Stelle, wo der Bildgrund völlig zerstört ist. Leere, ein Nichts. Hier hört das Bild auf zu erzählen. Hier brechen alle Gedanken, Erinnerungen, Vorstellungen ab. Sie lösen sich auf. Schweigen. Die Entscheidung des Künstlers, aus der großen Farbmaterie
einzelne Teile herauszuschneiden und sie dann in diese Rahmen zu legen. Dies bedingt, dass nun unter diesen Löchern sozusagen das weiße, helle Papier durchstrahlt. Und mehr beginne ich nun, diese hell leuchtenden Stellen nicht nur als Zerstörung und Auflösung zu sehen, sondern in ihnen das Licht zu entdecken. Wer ich habe.